Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Streit über das Bahnprojekt Stuttgart 21 gehen CDU und Grüne auf Konfrontationskurs. Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus warf den Grünen vor, mit der Organisation der Proteste demokratische Spielregeln zu missachten. Der Grünen-Vorsitzende Özdemir sagte der Passauer Neuen Presse, dass, so wörtlich, brutale Vorgehen gegen die Demonstranten sei knallhartes Kalkül. Mappus wolle die Demonstranten in zwei Lager spalten. Die Bauarbeiten für den neuen Hauptbahnhof gingen heute weiter. Ein neuer Zaun wird aufgebaut, unter Polizeischutz und unter den Augen der Gegner von Stuttgart 21. Deren Protest werde von den Grünen geschürt, sagt Ministerpräsident Stefan Mappus in einem Zeitungsinterview. Wörtlich heißt es dort, und die Grünen als drittgrößte Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg helfen mit, eine außerordentliche Opposition zu organisieren, die so tut, als ob wir in einer Diktatur leben. Die Grünen weisen dies zurück. Vorgestern sind hier sehr schlimme Dinge passiert mit einem massiven Polizeieinsatz. Dafür trägt der Herr Mappus die Verantwortung. Und er sollte jetzt nicht doch durch Verbalradikalismus weiter aufrüsten, sondern abrüsten, damit wir wieder zu einer Gesprächsatmosphäre kommen. Gestern Abend hatte es in Stuttgart die bisher größte Demonstration gegen das Bahnprojekt gegeben. Von 100.000 Teilnehmern sprechen die Veranstalter, von 50.000 die Polizei. Friedlich verlief die Veranstaltung einen Tag nach dem harten Polizeieinsatz. Seine Betroffenheit über die Ereignisse von Donnerstag hat heute Stuttgarts OB Wolfgang Schuster in einer Videobotschaft geäußert. Dass er darin zugleich an die Demonstranten appelliert, stößt dort auf Unverständnis. Meine dringliche Bitte, achten Sie auf die demokratischen Spielregeln, zu denen auch das Recht auf friedliche Demonstration gehört. Aber achten Sie auch die Meinung anderer. Er selber achtet nicht 67.000 Unterschriften. Er selber diffamiert hier den Widerstand, diffamiert und kriminalisiert die Protestbewegung gegen Stuttgart 21, nimmt diese Demonstrationen nicht ernst. Er sollte sich hier mal an demokratische Spielregeln halten. Der Protest der Gegner geht weiter. Die nächste Großdemonstration ist für Montag geplant. Hintergründe zur Entwicklung des Großprojektes Stuttgart 21 und weitere Informationen über den umstrittenen Polizeieinsatz finden Sie bei uns unter tagesschau.de. FDP-Chef Westerwelle hat angesichts wachsender Bürgerproteste vor einer Gefälligkeitspolitik gewarnt. Auf einem Programmkongress in Berlin rief er seine Partei auf, an ihrem Kurs festzuhalten und sich nicht von Umfragewerten beirren zu lassen. In Berlin wollen FDP-Anhänger mit der Parteispitze und Vertretern aus Medien, Wissenschaft und Kultur über Leitlinien für ein neues Parteiprogramm diskutieren. Auf fast 15% hat er seine Partei bei der Bundestagswahl gebracht. Jetzt liegt sie in Umfragen bei 5. Doch Guido Westerwelle will sich nicht beirren lassen. Auch nicht durch die Proteste gegen das Energiekonzept der Bundesregierung oder gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21. Das richtig Erkannte muss eine Chance haben. Eine Chance auch dadurch haben, dass wir bereit sind, gelegentlich auch Maßnahmen zu entscheiden, selbst wenn sie im Augenblick des Tages unpopulär sind. Die Politik muss die Kraft zur Führung haben. Doch Westerwelle wird vorgehalten, gerade Führung habe die FDP in der Koalition vermissen lassen. Sie muss Vertrauen gewinnen durch Leistung. Sie hat durch Fehler leider sehr viel Vertrauen, Fehler, die sie selbst gemacht hat, sehr viel Vertrauen verloren. Das war der größte Fehler, den wir in der Regierung hatten. Das hat die Leute enttäuscht, dass wir eben zu wenig Inhalte bewegt haben. Eigentlich geht es ja um morgen, nicht gestern. Bis 2012 soll das Programm entwickelt werden. Als Berater dabei der Philosoph Precht, der Zukunftsforscher Opaschowski und der Ex-SPD-Wirtschaftsminister Clement. Organisiert hat den Kongress der Generalsekretär. Er bestreitet, dass die FDP Promi-Unterstützung braucht, um aus dem Umfragetief zu kommen. Natürlich gab es in der Tagespolitik Rückschläge, aber dieser Grundsatz, das neue Grundsatzprogramm, das haben wir uns schon länger vorgenommen. Und das hat auch nichts zu tun mit der aktuellen Lage. Das derzeitige Programm ist 13 Jahre alt. Es war entstanden unter Federführung des damaligen Generalsekretärs Westerwelle. Die niederländischen Christdemokraten haben auf einem Sonderparteitag mit großer Mehrheit für die Bildung einer Minderheitsregierung unter Beteiligung der Partei des Islamgegners Wilders gestimmt. Demnach soll die christdemokratische CDA eine Koalition mit der rechtsliberalen VVD eingehen
und sich von Wilders Partei für Freiheit dulden lassen. Es war ein überaus emotionaler Parteitag. Die Gegner einer Zusammenarbeit mit dem Islamkritiker Geert Wilders hatten bis zum Schluss gekämpft. Vergeblich, denn am Ende war das Ergebnis überraschend deutlich. Auch der Mann, der den Koalitionsvertrag für die Christdemokraten ausgehandelt hatte, hatte für seine Position mit viel Gefühl geworben. Ich bin 34 Jahre Mitglied der Partei. Ich liebe sie und ich glaube an sie. Und ich laufe in unsere Partei. Fast 5000 Parteimitglieder waren nach Arnheim gekommen, so viel wie noch nie in der Geschichte der Partei. Stundenlang lieferten sich Befürworter und Gegner teils hitzige Redegefechte. Die Sorge war groß, dass Wilders zu viel Einfluss auf die neue Regierung haben wird. Tut das unserer Partei nicht an, tut das unserem Land nicht an und tut das auch unseren Partnern in Europa nicht an. Zeitgleich suchte Geert Wilders in Berlin vor Gleichgesinnten von der rechtspopulistischen Partei Die Freiheit dann auch die internationale Bühne. Wir sind nicht wie Frau Merkel. Wir akzeptieren die Islamisierung nicht. Bei den Christdemokraten fürchten jetzt manche eine immer stärkere Polarisierung in der Gesellschaft. Dennoch, an den Parteitagsbeschluss hier aus Arnheim wollen sich auch die Gegner einer Minderheitsregierung unter Duldung von Geert Wilders halten. Am Dienstag in der Fraktion werden sie geschlossen mit Ja stimmen. Die neue Regierung unter Rechtsliberalen und Christdemokraten wird dann beweisen müssen, dass sie nicht am Gängelband von Geert Wilders hängt. Bundeskanzlerin Merkel hat den Beitrag aller Deutschen zur Wiedervereinigung vor 20 Jahren gewürdigt. In einer Videobotschaft betonte sie den Mut der Menschen in der ehemaligen DDR und die Solidarität der Westdeutschen. Nur durch diese Gemeinschaftsleistung sei es gelungen, den Aufbau der neuen Bundesländer schnell voranzubringen. In Bremen hat mit einem Bürgerfest die zentrale Feier zum 20. Jahrestag der deutschen Einheit begonnen. Hunderttausende Gäste werden dieses Wochenende an der Weser erwartet. Am Rande gab es auch Proteste. Etwa 2000 Einheitsgegner zogen durch die Innenstadt. Teilnehmer skandierten: Nie wieder Deutschland. In Berlin wurde heute zunächst der 20. Jahrestag der Wiedervereinigung der Hauptstadt gefeiert. Im Abgeordnetenhaus sprach auch der ehemalige Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde Gauck. In seiner Rede ging er auf die aktuelle Integrationsdebatte ein. Gauck forderte ein konsequentes Auftreten des Staates gegenüber Menschen, die die westliche Kultur ablehnen und bekämpfen. Deutschland dürfe sich nicht zur Disposition stellen, sondern müsse seine eigenen Normen ernst nehmen. In Frankreich haben erneut mehrere hunderttausend Menschen gegen die Rentenreform der Regierung protestiert. In Paris und anderen Städten forderten sie insbesondere, das Renteneintrittsalter nicht auf 62 Jahre anzuheben. Bisher konnten Arbeitnehmer in Frankreich mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen, wenn sie mindestens 40,5 Jahre lang gearbeitet hatten. Die Nationalversammlung hat die Rentenreform bereits verabschiedet. In der kommenden Woche wird der Senat darüber beraten. Am Morgen ist in der französischen Hauptstadt die größte Automesse der Welt für das Publikum geöffnet worden. Beim Pariser Autosalon werden in den kommenden 2 Wochen mehr als 1 Million Besucher erwartet. Ein besonderes Interesse gilt in diesem Jahr Elektrofahrzeugen. Die Automobilbranche befindet sich im Aufwind. Für das kommende Jahr rechnen Marktbeobachter mit einem Rekord bei den weltweit verkauften Autos. Die Lage in den Hochwassergebieten an der Schwarzen Elster in Brandenburg und Sachsen-Anhalt ist weiterhin angespannt. Nach Angaben der Behörden sinken die Wasserstände nur langsam. Der Scheitel des Hochwassers wird an der Schwarzen Elster in der Nacht erwartet. Der Katastrophenalarm blieb heute bestehen. Viele Deiche seien wie Wackelpudding, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle Lausitz. Seit dem Anschwellen der Schwarzen Elster nach den Regenfällen vor einer Woche seien mehr als 600.000 Sandsäcke verbaut worden, so ein Sprecher des Landkreises Wittenberg. Der FSV Mainz 05 hat am 7. Spieltag seine Siegesserie in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Mit einem 4:2-Erfolg über Hoffenheim feierten die Mainzer ihren 7. Sieg in Folge und stellten damit den Startrekord von Bayern München und dem 1. FC Kaiserslautern ein. Die weiteren Ergebnisse: Hamburg-Kaiserslautern 2:1, Gladbach-Wolfsburg 1:1, Freiburg-Köln 3:2. Bereits gestern verlor Hannover gegen St. Pauli 0:1. Am Sonntag trifft Stuttgart auf Eintracht Frankfurt, die Münchner müssen in Dortmund ran und Leverkusen empfängt Werder Bremen.
Mainz führt mit 21 Punkten die Tabelle an. Leverkusen könnte mit einem Sieg morgen auf den 3. Platz rutschen. Die Bayern momentan auf dem 11. Rang. Stuttgart muss 3 Punkte zu Hause holen, um nicht länger Schlusslicht der Liga zu sein. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 3. Oktober. Sehr milde Luft strömt zu uns. Das Hoch über Russland nimmt wieder stärker Einfluss auf unser Wetter in Deutschland. Im Norden machen sich noch Wolken der Tiefs über dem Atlantik bemerkbar. Heute Nacht liegen die Wolken unterschiedlich dicht beieinander, vor allem im Nordwesten regnet es stellenweise. Im Süden bildet sich hier und da Nebel. Morgen scheint in der Südosthälfte häufig die Sonne, Richtung Nordwesten einige Auflockerung, aber auch dichte Wolkenfelder und mitunter etwas Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Westen teilweise frisch mit starken, an der See stürmischen Böen. Heute Nacht 14 Grad in der Kölner Bucht bis 4 Grad am Alpenrand. Am Tag 15 Grad auf Rügen und bis 25 Grad im Südwesten. Am Montag ist Nebel, dann meist freundliches, trockenes Wetter. Darin ändert sich am Dienstag in der Nordhälfte nur wenig. Richtung Süden ist es wolkiger, teilweise regnet es. Am Mittwoch Sonne, Wolken und Nebel, dabei bleibt es trocken. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 21.50 Uhr, heute mit Karen Mioska. Darin Schwarz gegen Grün, Streit über gefällte Bäume in Stuttgart wird immer heftiger und Kassensturz, was die deutsche Einheit wirklich gekostet hat.